Es ist soweit. Woche Nummer 14, die letzte Woche. Heute Dienstag. Ich befinde mich, wie man wahrscheinlich gerade unschwer erkennen konnte, in Paris oder ja, in der Nähe von Paris im Disneyland oder aktuell noch außerhalb. Verbringe jetzt hier noch zwei Tage, den Abschluss sozusagen unseres Urlaubes. Ja, kleine Runde gerade gedreht oder bin noch dabei, lockeres Läufchen, 40 Minuten, stehen heute noch mal auf dem Plan. Ja, viel passiert da nicht mehr. Einmal 30 Minuten Intervalle sollte ich noch machen in dieser Woche. Werde ich dann wahrscheinlich am Donnerstag machen. Und ja, dann nochmal 40 Minuten einen lockeren Lauf für Freitag im Plan. Da muss ich aber noch gucken, wie ich den unterkriege. Ob ich den hier am Freitag noch mache, weil am Freitag geht es dann wieder Richtung Heimat. Ob ich das noch schaffe, weiß ich noch nicht ganz. Oder ob ich ihn dann am Freitagabend zu Hause absolviere. Ja, aktuell immer noch ein wenig vom Husten geplagt. Ich hoffe, das legt sich noch die nächsten Tage, dass das ja zum Sonntag weg ist und ich da fit bin. Ja, ansonsten der Rest fühlt sich ganz gut an. War halt nur ein wenig Training die letzten Tage, also auch ja im Urlaub hatte ich fast gedacht, dass das so kommt. Ist jetzt nicht mehr zu ändern. Ich werde die 4:15 anpeilen und auch ja so starten. Vermutlich ja, müsste dann in meinem Startblock auch ja, müssten diverse Tempoläufer unterwegs sein, auch mit 3 Stunden. Da werde ich schauen, ob ich mir die irgendwann greifen kann, da irgendwo dranhänge. Dann muss ich mich nicht so zu sehr auf die Geschwindigkeit konzentrieren, sondern ja, kann da mitlaufen. Ich denke, so sieht der Plan bis jetzt aus. Ja, genau. Jetzt werde ich noch zurück ins Hotel laufen. Hab noch so rund 10 Minuten. Und dann geht's morgen hier am Park ins Getümmel. Wird noch mal stressig. Und dann am Donnerstag noch mal, wie gesagt, die Intervalle. Also, dann geht's jetzt Richtung Hotel und wir sehen uns am Donnerstag. So sieht das hier am Donnerstag früh aus. Ich versuche jetzt die Intervalle zu machen. Waren jetzt glaube ich 2 Stück. 3-4 Minuten. Ja, Wetter ist irgendwie nicht ganz so optimal. Aber was will man machen? Ja, jetzt laufe ich hier noch 1-2 Runden um den See und mache da die Geschwindigkeit. Und dann geht es wieder zurück ins Hotel, ab unter die warme Dusche und dann hoffen, dass das heute noch ein bisschen weniger wird, den nicht den ganzen Tag durchregnet. So, zweiter Intervall startet. 4 Minuten. Ja, los geht's. Das war's. Der Lauf ist gleich rum. Noch 20 Sekunden, dann bin ich auch wieder im Hotel. Ich glaube knapp 6 Kilometer, 30 Minuten war das jetzt, lief ganz gut. Ja, bis auf, dass ich halt jetzt einmal von oben bis unten komplett durchnässt bin. Aber so ist das. Leider auf den letzten Metern. Naja, das war's. Ja, Samstag früh am Morgen zurück in der Heimat. Und der letzte wirklich lockere Lauf steht an. Gestern habe ich es halt nicht mehr geschafft. Ja, waren dann irgendwann 18 Uhr zu Hause. Und ja, da wollte ich dann auch nicht gleich wieder los. Deswegen jetzt gleich früh die Laufschuhe an und mache jetzt hier lang hin. Ja, ist doch schon recht frisch jetzt früh am Morgen.
bin ich jetzt gar nicht mehr so gewohnt. Wird dann, denke ich mal, morgen Vormittag, ich weiß gar nicht, wann jetzt genau Startzeit ist dann. Aber ich vermute mal so gegen um 10 Uhr wird es dann wohl werden. Da wird es dann hoffentlich nicht mehr ganz so frisch sein. Aber temperaturtechnisch und wettertechnisch sieht es bis jetzt sehr gut aus. Also irgendwas um die 14 Grad und trocken. Es könnte zumindest wettertechnisch gut werden. Also da in die Richtung gibt es dann keine Ausreden. Wenn ich dann in Berlin angekommen bin, sollte so gegen 14 Uhr werden, werde ich mich dann gleich zur Expo begeben, meine Startnummer da noch abholen. Wäre halt wahrscheinlich ganz wichtig. Genau, gleich noch Sachen packen. Großteil liegt schon bereit. Aber dann nochmal durchgucken, dass auch wirklich alles dabei ist, ich da nachher nichts vergesse. Ja, ist auch wieder schön, hier durch bekannte Gebiete zu laufen. Ja, in den Wäldern, wo man sich auskennt, wo man keine Berge hat. Ja, ansonsten fühle ich mich von den Gelenken, Muskulatur und so weiter her ganz gut. Das fühlt sich alles fit an. Ja, einzig und allein der leichte Husten ist noch da. Ein bisschen, ja, lässt sich jetzt nicht mehr ändern. Ich werde es trotzdem morgen angehen. Die ersten 10 Kilometer mit 4,15, also 4,10, 4,15, irgend sowas loslaufen. Und ich denke, dann werde ich auch ein Gefühl dafür bekommen, ob das was wird oder ja, ob es eher nichts wird. Dann werde ich jetzt hier noch, ja, die knapp 20 Minuten noch laufen und mich dann sicherlich nachher aus dem Zug oder von der Expo oder heute Abend irgendwie nochmal mit den letzten Vorbereitungen zu Wort melden. Genau, so sieht's aus. Also dann bis gleich. Jo, jetzt bin ich am Bahnhof. In, ja, ich denke mal 3-4 Minuten müsste der Zug kommen. Dann geht die Reise los in Richtung Berlin. Ja, 14.20 Uhr sollte ungefähr da sein, also in 2 Stunden. Ja, war dann gerade doch recht knapp, alles zusammenzupacken. Bisschen hektisch. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Aber eigentlich habe ich es dreimal kontrolliert, alles, dass alles dabei ist. Die Laufsachen, Schuhe und so weiter. Gut, ich denke, da hinten kommt er. Geht's jetzt weiter. Angekommen in Berlin. Tollen Beutel habe ich schon bekommen. Jetzt geht's weiter zur Abholung der Startnummer. Ohne Jacke ist es heute doch etwas frisch. Bisschen windig. Ich hoffe, dass der Wind morgen noch weggeht. Ansonsten ist ja wettertechnisch das ganz gut angesagt. Wie gesagt, 12, 13, 14 Grad irgendwas, je nach Startzeit. Leicht bewölkt wie heute. Das wäre eigentlich ja, optimal. Ja, jetzt warte ich hier noch kurz und dann geht's rein, die Startnummer holen. Jo, angekommen in meinem wunderschönen Zimmer. Das war's auch schon. Ja, ist halt klein, aber fein. So. Und ist ja auch nur für eine Nacht. Jo, jetzt Sachen ablegen, für morgen alles vorbereiten und dann ab ins Bett. Zeitig heute schlafen. Ja, so sieht's aus. Dann würde ich sagen, war's das fast. Achso, ja,
wenn ich jetzt mich entledigt habe meiner Sachen, ja, schauen wir uns mal noch die Woche an und den kurzen Wochenrückblick, was die Woche so passiert ist. Ja, das war dann Woche Nummer 14. Die letzte Trainingswoche ist absolviert. Schauen wir wieder rein, was da noch so anstand. Ja, die Gesamtkilometer passen jetzt nicht ganz oder passen schon, aber ich habe ja den langen Lauf auf den Montag verschoben. Somit würde ich den jetzt nicht für diese Trainingswoche zählen. Und für die Woche 14 dann halt jetzt hier diesen lockeren Lauf, 40 Minuten. Ja, 6,7 Kilometer sind das geworden. Nichts Besonderes, bisschen über 6 Minuten auf den Kilometer. Also recht entspannt. Dieser Lauf, der war noch in Paris. Oder in der Nähe von Paris, besser gesagt. Dann gab es noch einen kurzen Intervall, ein kurzes Intervalltraining, 30 Minuten, 6 Kilometer. Das war auch noch in Paris. Ja, war aufgrund des Wetters dann doch ja, nicht so schön. Hat halt wirklich komplett geregnet und einmal komplett nass gewesen, aber ist halt so. Genau, und dann heute Morgen noch den letzten Lockerungslauf, nochmal 6,5 Kilometer, 40 Minuten. Puls war recht niedrig. Das passt soweit auch. Der Running Index dann auch wieder dadurch sehr hoch. Morgen dann der Berlin Marathon. Unterlagen habe ich alles, wie gesagt. Ja, jetzt noch schnell die Sachen soweit vorbereiten, dass ich dann morgen nach dem Frühstück gleich los kann. Ich denke 6.30 Uhr werde ich ein kleines bisschen was frühstücken. Ja, und mich dann auf den Weg in Richtung Startbereich machen. Hoffentlich dann meinen Rucksack dort abgeben können im Hauptbahnhof, dass ich dann noch ein Schließfach finde. Aber ich denke, wie gesagt, hat das letzte Mal auch geklappt und da sind eigentlich ausreichend Schließfächer vorhanden. Deswegen sollte es klappen. Ja, das war also Woche 14. Freut mich, dass ihr wieder euch das Video angeguckt habt. Ich hoffe, es hat euch wieder ein wenig unterhalten, hat euch gefallen, dann wieder Daumen nach oben, gerne Kanal abonnieren, würde mich freuen und dann auch ja, das Video vom Lauf dann anschauen, was hoffentlich in den nächsten Tagen dann auch rauskommt und ihr dann sehen werdet, wie alles lief, wie alles gelaufen ist und ob ich mein Ziel erreicht habe. Also bis dahin, ciao, ciao.